Einen wunderschönen herzlich willkommen bei Heimwerker Tutorial Nummer 1 von Sascha und Chris. Ne, ihr wisst ja, dass ich seit einiger Zeit diese Chasing Dory Drohne hier benutze und dass wir seit geraumer Zeit ein Problem haben, dass der Akku im abnimmt. Ja? Deswegen hat mir Chasing jetzt einen neuen Akku zugeschickt und eine Anleitung. Ich muss dazu sagen, das Ding hier aufzubekommen war der reinste Krampf. Was, wie heißt das Ding? Security Talks. Security Talks. Falls euch das was sagt, ja, das war jetzt unser Kampf seit einer Woche. Eine einzige Schraube an diesem komischen Ding hier ist diese Schraube und wir haben kein Werkzeug gefunden und haben jetzt gebastelt. Ja. Gut, ich würde sagen, wir quatschen ganz lang. Es wird wahrscheinlich für den einen oder anderen von euch nicht interessant sein, aber für diejenigen, die diese Drohne hier haben und einen Akku tauschen wollen, wird das wahrscheinlich sehr hilfreich sein. Weil wir machen das jetzt. Jawohl, ja. Ja, los geht's. Also wie gesagt, eine von diesen Schrauben hier ist eine komische Torx. Ich hatte sie eben, ich habe sie aber jetzt verloren. Ist ja auch egal, die brauchen wir nicht mehr, die brauchen wir nicht mehr rein. Der Rest ist ganz normal Kreuzschlitz. Die machen wir jetzt erstmal auf. Ach übrigens, Chasing ist ab jetzt Partner meines Kanals. Und ich bekomme demnächst noch eine neue Drohne zugeschickt. Auch eine preislich erschwingliche. Deswegen Augen und Ohren offen halten. Da kommt auf jeden Fall jetzt im November was auf euch zu. Gut. So, Schrauben sind jetzt alle draußen. Wollen wir mal schnell einen Akku wechseln, sagte er. Sind nur noch da vorne geklippt. Aha. So. Jetzt müssen wir aufpassen. So, das Gehäuse ist jetzt schon mal offen. Jetzt müssen wir halt aufpassen. Wir müssen das irgendwie genau markieren, dass wir die ganzen Stecker wieder überall drauf kriegen, weil wir müssen an das Ding hier dran. Da unten drunter sitzt der Akku. Ja, genau. So, ich habe jetzt hier einen hier abgemacht. Das ist der von der Beleuchtung. Das ist auch irgendwie eingefettet, habe ich so das Gefühl. Keine Ahnung, oder das ist irgendwie Mock vom See. Das kann gut sein, dass die Fett draufballern, damit halt keine Feuchtigkeit reingeht, ne? Ja, ich denke mal, das Ding wird auch komplett nass, weil das ist doch nicht wirklich geschützt. Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt den einen schon mal ab und der Akku müsste hier drunter sein. Das heißt, theoretisch, nee, guck mal, wenn wir das hier abschrauben, dann müssen wir die Dinger trotzdem alle abmachen, weil du kommst ja sonst nicht dran, vermute ich mal. Naja, dann ab mit denen und gut ist. Aber wir müssen die irgendwie markieren. Ja, überlegen wir. Nicht mehr funktioniert, hast du Chance. Alle einzelnen Schraubdinger hier abgemacht, von den Motoren sind das glaube ich, von den Lichtern, was weiß ich, was alles von der Kamera. Haben die markiert, weil hier stehen nämlich so ganz kleine Nummern drauf. Und jetzt müssten wir eigentlich das Ding hier abschrauben, vermute ich mal. Wir gucken mal.
schon mal alle los, aber wir kriegen das Ding hier nicht auf. Das ist irgendwie fest. Hä? Also wir haben auch so eine Anleitung bekommen, aber da steht nicht drauf, wie man den Akku wechselt. Das ist das Chassis und das ist die Einheit mit der Kamera und mit dem Akku. Jetzt müssen wir das nur irgendwie noch aufkriegen. Okay, also das muss aufgehebelt werden und hier ist ein Dichtring drin, den müssen wir auch wieder dann reinmachen. Den müssen wir nochmal einfetten, glaube ich, gell? Gut, also so sieht das Ding da unten drin aus. Muss mir festgemacht. Hier abziehen. Vorsicht, hier ist eine Platine an der Kamera. Zweimal Kreuzschlitz und dann haben wir es. Dann müssen wir jetzt aufpassen, dass wir die Platine nicht kaputt machen. So, das ist der alte Akku. So, also den Akku haben wir jetzt draußen. Vorsichtig wahrscheinlich hier mit dem Ding. Das ist die Kameraeinheit. Jetzt müssten wir nur wissen, was das für eine Kamera ist. Da könnten wir theoretisch eine 4K-Kamera reinsetzen. Obwohl, das wird wahrscheinlich nicht kompatibel sein. Aber, ja. Gut, jetzt wissen wir schon mal, wie das Ding hier aufgeht. Jetzt Akku tauschen, das Ding wieder zusammenbauen und hoffen, dass es dicht ist. Das ist der neue Akku. Der Krampf ist gerade, das Ding da wieder reinzukriegen, ohne dass dieses Gehäuse da unter Spannung gesetzt wird. Das kann doch nicht sein. Ich habe diese Steckverbindung gerade komplett weg, ne? Und es ist trotzdem auf Spannung. Und die legt jetzt da rein, eigentlich. Dann ist es vielleicht so. Das hat so wahrscheinlich ein bisschen Luft, oder? Meinst du, es ist wirklich nur durch die Luft, wo es hochdrückt? Das ist ganz komisch. Ja. Aber es liegt komplett an, ne? Ja. Und baller die Dinge zu. Ja, wir machen die jetzt zu. Wir hoffen, dass es dicht ist. Hängt jetzt eigentlich. Also das Ding muss auf jeden Fall dicht sein, weil hier die Elektronik drin sitzt. Gut, dann bauen wir das ganze Ding jetzt erstmal wieder zusammen und hoffen, dass es funktioniert. Oder ja. Kann man das so irgendwie testen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja gut, funktionieren wird es so oder so. Ja. Jetzt gucken wir uns erstmal das Ding mal von innen an. Also hier sind die Turbinenrohre. Das läuft hier komplett voll mit Wasser, ne? Ja. Habe ich so einen Anschein. Das ist auch Plastik, das ist gar kein Styropor, oder doch? Das ist so Styropor-ähnlich, das Zeug, ne? Das ist wie vom Surfbrett, ja, glaube ich, so, ne? So aufgeschäumt, ne? Ja. Gut, schrauben wir das Ding mal wieder zusammen. Fest, hoffe ich mal. Jetzt wieder den Deckel drauf und dann dürfen wir es fertig haben. So, das Teil ist jetzt wieder zusammen. Ich hoffe, dass es noch funktioniert. Also, ich sag ehrlich, ich habe es mir einfacher vorgestellt. Aber wenn man es jetzt einmal gemacht hat, denke ich mal, kann man es auch wieder machen.
Aber jetzt müssen wir erstmal ausprobieren, ob das Teil überhaupt noch funktioniert. Das werden wir jetzt gleich machen. So, jetzt Stunde der Wahrheit. Gucken, ob das Ding hier noch funktioniert. Ah, sieht schon mal gut aus. Scheint alles zu funktionieren. Hört sich gut an. So, ich hoffe, euch hat unser Tutorial, unser fachmännisches Tutorial der Justin Dory Werkstatt gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr den Kanal kauft, das ist eine Drohne und bis zum nächsten Mal. Ciao.